way you move make me blind. You will always be there, there's no doubt in my mind. You will always be there, heading out to see ya and leave the rest behind. Auf meinem Kanal. Ja, ich sitze mal wieder draußen. Wir haben es mittlerweile auch schon 8:45 abends, aber es ist noch so warm und so schön und in unserer Wohnung kaum auszuhalten. Deshalb dachte ich, ich verziehe mich wieder raus und drehe das Video für euch hier draußen. Ja, das ist ein Video, was eigentlich so überhaupt nicht in meine Videos passt, in meinen Content passt, den ich bisher so hochgeladen habe. Bevor ich jetzt überhaupt weiterrede, also ich bin komplett übrigens ungeschminkt etc., weil wir hatten heute 36 Grad. Es geht nichts mehr, also und ich habe einfach keine Lust, mich zu schminken. Und ich dachte, scheiß drauf, ne? Ihr kennt mich. Wenn ich gerade Lust habe, ein Video zu drehen und keine Lust habe, mich zu schminken, dann sitze ich mir auch mal ungeschminkt vor die Kamera. Also von daher, ja, das ganz nebenbei. Nee, mein Content ist ja eher so diese ganze Family-Geschichte und gerade extrem auch um Arti sich drehend. Und jetzt soll es sich aber mal um mich drehen und um ein Problem, was ich selbst mit mir habe. Also ich hatte ja schon mal so ein Storytime in meine Psyche und so gemacht. Okay, das waren so ein paar Ausreißer, aber daraus möchte ich jetzt gerne eine ganze Folge machen. Aber ich komme jetzt mal auf den Punkt. Ihr seht selbst in den Videos, ich wurde auch schon oft darauf angesprochen, ich bin extrem dünn und ihr habt mich schwanger kennengelernt. Ich hatte in der Schwangerschaft 20 Kilo zugenommen oder 22 sogar. Ich bin in die Schwangerschaft gestartet mit 53 Kilo. Genau, hatte dann am Ende irgendwie 75 oder so. Also ihr kennt mich eigentlich doch ja wohl genährt, sagen wir mal so. Also ich weiß ja nicht dick oder so, das überhaupt nicht. Aber in einer normalen Figur. Und bin dann nach der Schwangerschaft relativ schnell wieder auf ein Level gekommen, wo ich mich selbst nicht wohlfühle. Einfach, dass ich sehr schnell abgenommen habe, dass ich wieder sehr drahtig wurde. Also ich finde, man sieht es auch hier um meine Schultern immer extrem. Und das war sowieso schon so ein Problem. Zusätzlich dazu habe ich eigentlich erwartet, dass durch meinen Job, dadurch, dass ich Tanzpädagogin bin, mich jeden Tag bewege, meine Muskeln einfach sich ganz allein, sage ich jetzt mal, wieder aufbauen, weil früher war es einfach so. Also vor der Schwangerschaft war es tatsächlich so, ich musste kein zusätzliches Krafttraining oder irgendwie machen. Bei mir ist das alles durch meinen Unterricht gekommen, durch Tanzen gekommen. Und aber so ein Körper verändert sich in der Schwangerschaft und meiner scheinbar in die Richtung, dass er sagt, nö, ich mach das nicht mehr einfach so. Wenn du Muskeln haben möchtest, dann tu bitte auch was dafür. Und somit ist es halt Stand der Dinge, dass ich halt extrem schmal bin, extrem dünn bin, aber auch nicht definiert dünn. Also schlank sein, okay, das ist auch mein Anspruch an mich, das möchte ich auch, ist vollkommen in Ordnung. Ich hatte auch nie ein Problem damit, zu dick zu werden. Bei mir ist es tatsächlich eher das Problem, dass ich tatsächlich nicht richtig zunehme. Dazu aber dann gleich mehr, dafür gibt es Gründe. Aber mir war es immer wichtig, schlank zu sein, aber definiert zu sein, durchtrainiert zu sein, eine schöne, schlanke, sportliche Figur zu haben. Dass halt der Hintern dort sitzt, wo ich ihn gern hätte. Dass halt meine Oberschenkel trainiert sind und nicht, wenn ich mich hinsetze, so platsch machen. Keine Ahnung. Dass meine Arme definiert sind und halt nicht nur aus Haut und Knochen bestehen. Ja. Ich hatte das bei Instagram auch schon mal gepostet, dass ich da wieder was ändern möchte für mich. Und ja, und dann kam meine Lungenentzündung. Und da habe ich jetzt nochmal 3 Kilo verloren, was man mir auch extrem ansieht, sodass ich im Moment unter 50 Kilo bin und das bei einer Größe von 1,73. Ja, und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit BMI etc., weiß, dass es ein absolutes Untergewicht ist. Das weiß ich. Ich habe mir ein paar Notizen auf meinem Handy mal gemacht. Im Moment, gut, die Notizen habe ich mir gemacht vor meiner Lungenentzündung, muss ich dazu sagen. Da war mein Gewicht 51 Kilo. Mein Zielgewicht, das sind eigentlich so um die 58 Kilo. Und mit 51 Kilo hatte ich ein BMI von 17. Ich denke, jetzt wird er bei 16, irgendwas liegen mit den 2,5 Kilo darunter nochmal.
Und Ziel BMI mit den 58 Kilo wäre dann 19,4, was dann wieder im Normalbereich liegen würde. Das einfach mal so zu den Fakten, wo ich hin will, wo ich im Moment stehe. Warum habe ich das Problem mit dem nicht zunehmen? Ich weiß, viele kennen immer dieses ganze Thema, ja, und ich nehme nicht ab und es ist so schwer und mit Diät und hin und her und ja, du hast ja so gut, du kannst essen, was du willst und hin und her, diese Sprüche habe ich so oft gehört. Und mich ärgert es dann immer ein bisschen, dass die Leute nicht verstehen, dass es genauso schwer wie abnehmen sein kann. Es kann auch zunehmen genauso schwer sein, ne? Und so ist es halt bei mir. Und ich habe jahrelang nicht gewusst, woran es liegt. Ich meine, gut, ich habe auch jahrelang Leistungssport gemacht. Natürlich, ich bin von Natur aus eine sehr schlanke Person. Meine Mama war eine sehr schlanke Person. Meine Oma ist jetzt mit 70 noch eine sehr, sehr schlanke Frau. Also es ist natürlich auch ein bisschen genetisch wahrscheinlich bei mir bedingt. Aber dass ich so extrem schlecht zunehme, das war halt immer so ein bisschen... Keiner wusste es und ich wusste es erst recht nicht und wir haben uns alle gefragt, warum. Und erst vor ein paar Wochen, ein Vierteljahr, 4, 5 Monate, keine Ahnung, hatte ich euch auch erzählt, da ging es mir ja so schlecht, da hatte ich so Kreislaufprobleme und bin zu meiner Ärztin und die hat mich mal komplett durchgecheckt, also wirklich von A bis Z mit jeglichen Bluttests, großes Blutbild und hin und her, was es da alles gibt. Und da wurde eine Schilddrüsenüberfunktion festgestellt. Und wie lange ich die habe, keine Ahnung, das weiß keiner. Jetzt habe ich sie definitiv und ein Symptom davon ist auch, dass man halt abnimmt. Ja, weil einfach der Stoffwechsel in dem Moment so extrem angeregt wird und die Schilddrüse so viel arbeitet, dass so viel Energie benötigt wird, dass einfach dann der Stoffwechsel so funktioniert und halt man nicht zunimmt. Ne? Ich bin kein Arzt, also ich dazu sagen, es sind einfach bloß so Infos, die ich natürlich von meinen Ärzten bekommen habe. Und das ist natürlich ein Punkt. Und es macht einen dann natürlich auch ein bisschen traurig. Ich gucke gerade die ganze Zeit, okay, jemand kommt, aber nein. Wenn dann halt auch immer so Sprüche kommen, ja, du bist doch magersüchtig oder du hast eine Essstörung oder isst doch mal was. Das sind immer so diese Aussagen, wo ich so wütend werde innerlich oftmals, weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Weil ich habe weder eine Essstörung, Magersucht ist eine Essstörung. Noch esse ich nichts, also ich esse schon was, ich muss auch ehrlich sagen, bei meinem Essverhalten oder bei dem, was ich esse, müsste ich eigentlich klatschend fett sein, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, aber also ich meine, wie oft wir bei Mecke sind, wie oft wir uns einfach nur eine Fertigpizza in den Ofen schieben, wie oft eigentlich jeden Abend haben wir unseren Fressflash, wo wir alle Süßigkeiten rausholen und vom Fernseher uns die Süßigkeiten in Rachen stecken und danach schlafen gehen, zu Zeiten jenseits von Gut und Böse. Also gesund ernähren ist so eine Sache für sich, ne, bei uns und von daher, davon kann es nicht kommen. So, okay, was soll jetzt eigentlich dieses Video, bezwecken, weil ich möchte euch natürlich jetzt nicht hier nur meine Leidensgeschichte erzählen und sagen, ach, es ist alles so schlimm und ich bin dünn und nein, ich habe ein Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, habe ich einiges vor und auf diesem Weg würde ich euch gerne mitnehmen, wenn ihr Lust habt. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, ich erkläre euch kurz, was ich vorhabe und am Ende dann, ja, könnt ihr dann mal in die Kommentare schreiben oder einen Daumen hoch geben, ob ihr Bock habt, dass ich euch da ein bisschen mitnehme. Nicht in regelmäßigen Abständen, vielleicht in unregelmäßigen Abständen, so kleine Updates. Was genau dann kommen könnte, erkläre ich am Schluss nochmal. Okay, was habe ich vor? Ich habe vor, allgemein meinen Lebensstil ein bisschen umzustellen. Das bedeutet, dass ich Punkt 1, was das Thema Ernährung angeht, auf eine bisschen gesündere Ernährung umsteigen möchte. Also das heißt nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt nur noch Salat essen oder so, weil das wäre absolut kontraproduktiv. Nein, aber ich würde gern einfach ein bisschen eindämmen. Also natürlich, ich werde euch jetzt nicht sagen, es wird nie wieder eine Tiefkühlpizza bei uns geben, weil das kann ich euch nicht sagen, weil die gibt es definitiv, zum Beispiel heute. Mein Mann macht gerade eine warm. Aber ich möchte einfach ein bisschen bewusster das Ganze angehen und das hat auch nicht nur was mit meinem Ziel zu tun, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich Arti jetzt an dem Punkt ist, wo er normal mit bei uns vom Tisch ist und ich natürlich nicht möchte, dass er diesen ganzen Blödsinn, den wir in uns reinstecken, mit isst. Von daher möchte ich das einfach allgemein für meine ganze Familie umstellen. Und das ist natürlich für mein Ziel auch positiv. Ich
werde darauf achten, dass ich da tatsächlich viele Kohlenhydrate und viele Eiweiße zu mir nehme. Kohlenhydrate natürlich Energielieferanten und sagen wir mal so, setzen natürlich auch ein bisschen an, ist klar. Und Eiweiße einfach, weil ich das Ganze auch mit Sport in Verbindung bringen werde. Darauf gehe ich aber gleich ein. Ich werde aber, weil ich bin kein Mensch, der große Portionen runterbekommt. Ich weiß nicht, ob mein Körper sich einfach daran so gewöhnt hat oder ich war es noch nie eigentlich. Deshalb möchte ich versuchen, schon für meine Familie, weil meine Männer, die müssen jetzt nicht mein Ding hier mitmachen, aber für meine Familie normal dreimal am Tag das Essen zu machen, aber dass ich meine Essensvorräte oder meine, ja, meinen Tagesbedarf sozusagen auf 5 bis 6 Mahlzeiten am Tag verteile. Einfach, dass ich öfters dann vielleicht kleinere Portionen, weil ich einfach nicht so viel aufs Mal esse. Und ja, dass ich das einfach auf 5 bis 6 Mahlzeiten verteile. Das ist noch ein Punkt. Und natürlich auch eine sehr ausgewogene Ernährung. Also ich möchte jetzt hier nicht sagen, ich möchte jetzt hier nur noch Kohlenhydrate essen oder nur noch Eiweiße und das in Form von irgendwelchen Eiweißshakes oder irgendwas. Nee, wirklich ausgewogen, gesund, normal ernähren. Also für mich zählt da, muss ich auch ehrlich sagen, trotzdem auch eine normale Hausmannskost dazu. Also gerade wenn es Sonntag zu Oma geht und da Rouladen mit Kartoffeln und Rotkraut gibt. Also da wäre ich die Letzte sein, die da sagt, nee Oma, danke, nee. Ist mir jetzt zu fettig oder so? Nee, weil ich esse das einfach gerne. Also für alle Vegetarier, hört jetzt mal weg, weil wir sind keine Vegetarier. Wir essen Fleisch, ich esse gerne Fleisch. Ich habe kein Problem damit, auch mal ein paar Tage ohne Fleisch auszukommen, mein Mann eher dann schon. Ich persönlich brauche das nicht jeden Tag, aber hin und wieder mal so eine Roulade oder so ein Schnitzel, das ist ja, ne? Das ist schon was Geiles. So. Genau, das zum Thema Ernährung. Was ich noch überlegt habe, aber das ist ein Thema, worüber ich mich noch nicht ausreichend informiert habe, es gibt so gerade für Menschen, die halt schlecht zunehmen, die halt tatsächlich ein bisschen zulegen möchten, so spezielle Shakes. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Ich weiß, es gibt da wirklich auch viele schwarze Schafe darunter, aber ich weiß, ich habe es auch schon gehört, dass es tatsächlich auch gute Dinge gibt. Das ist aber ein Punkt, da möchte ich mich einfach noch in Ruhe darüber informieren. Wenn da Interesse besteht, würde ich, wenn ich mich dann wirklich darüber informiert habe und mir so ein bisschen Wissen angeeignet habe, da vielleicht auch nochmal ein extra Video zu machen, wenn da ihr das möchtet. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob da Interesse besteht. Oder wir machen einfach mal hier eine Abstimmung, irgendwo hier oben. Genau, ich mache hier oben eine Abstimmung, ob ihr Interesse an sowas hättet. Dann sehe ich das gleich besser. So, das zum Essen. Dann natürlich ein ganz großer Punkt in meinem Leben natürlich und ich denke, egal ob zu oder abnehmen, unverzichtbar Sport. Und nein, bei mir nicht Sport, dass ich sage, ich möchte jetzt ganz viel Ausdauersport zum Beispiel machen, dass ich einfach Kalorien verbrenne, dass ich Fettpolster lösen, wie auch immer, weil die habe ich nicht. Ich wüsste nicht wo, außer an der kleinen Zehe vielleicht. Ach, die blöden Hunde da drüben wieder. Mein Ziel ist es tatsächlich, Muskeln aufzubauen, somit natürlich auch Gewicht aufzubauen. Muskeln wiegen mehr als Fett, also das, ich denke, das ist den meisten auch schon bewusst, einigen vielleicht nicht. Aber ich möchte einfach einen durchtrainierten, schlanken, schönen Körper wieder haben. Und ich werde mich vor allem auf meinen Beine, Po, Bauch, Rücken und Arme. Das ist der ganze Körper. Ja, also darauf werde ich mich so ein bisschen spezialisieren, sage ich mal so. Ich habe vor, das entweder 2 bis 3 oder 3 bis 4 Mal die Woche zu schaffen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich da für mich so einen kleinen Rhythmus finde, wie oft ich das nun mache. Ich meine, ich mache ja trotzdem mein Training noch weiter und das Positive ist, ich habe jetzt für das neue Schuljahr einen Kurs Dehnung und Kraft, also auch, wo auch Krafttraining mitgemacht wird, mit meinen Companies, mit meinen fortgeschrittenen Schülerinnen. Und da werde ich natürlich sehen, dass ich da auch viel mitmache, dass ich vielleicht da eine Einheit von mir da gleich mit einbauen kann. Das wäre natürlich sehr praktisch. Genau. So, das ist auf jeden Fall so mein Plan. Wenn ihr zu
also ich bin im Moment dabei, mir so Pläne zu erstellen. Ich brauche Gott sei Dank da keinen Coach dafür, der mir jetzt irgendwelche Fitnesspläne erstellt, weil ich halt einfach ja, durch meinen Job und durch meine Ausbildung da ein bisschen Plan davon habe. Und ich denke, ich weiß, was ich brauche und was ich wie, in welcher Form und welcher Größenordnung und Intensität machen muss. Von daher bin ich im Moment dabei, dass ich mir so ein paar Pläne zusammenstelle, was ich wie wann mache. Wenn ihr daran Interesse habt, dass ich euch da so immer mal so ja, einen Einblick da rein gebe oder vielleicht sogar ein kleines Workout, was ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ein 15 Minuten Po-Workout mir zusammengestellt und ihr habt daran Interesse, dass ihr da einfach mir das einfach auch nochmal in die Kommentare schreibt, wenn ihr sowas sehen wollt. Wenn ich sowas zukünftig machen soll. Genau. Und da sind wir eigentlich jetzt auch schon beim ganzen Thema, was ich am Schluss noch ansprechen wollte. Ich habe vor, wie gesagt, wenn Interesse besteht, das müsst ihr mir einfach sagen, mit einem Daumen hoch oder mit einem Kommentar, so eine kleine Reihe, was ich, Vicky wird fett oder ich, keine Ahnung, wie ich es nenne, Vicky wird fett, Vicky nimmt zu, verdoppelt die Vicky, keine Ahnung. Oder Fit mit Vicky, nee, das klingt auch blöd, oder? Ja, also so eine neue Videoreihe zum Thema Fitness, Zunehmen, Ernährungsumstellung etc. pp. Was ich euch aber gleich sagen muss, erwartet von mir kein Vorzeige-YouTuber, Influencer, was auch immer, der dann zeigt, ach, und also bei mir gibt es heute eine nur Naturjoghurt mit Früchten zum Frühstück und dann kommt noch das Proteinpulver dazu und keine Ahnung. Nö. Ich werde das machen, ob ich das von jetzt auf gleich zu 100% so umsetzen kann. Keine Ahnung. Ich habe das Ziel, und ist, aber ich denke dennoch, es wird ein längerer Weg sein, um das wirklich in meinen Tagesablauf zu integrieren und als ja, eine Routine reinzubekommen. Von daher wird es die ersten Wochen jetzt sicherlich mal funktionieren, mal nicht funktionieren. Ja, das ist menschlich. Ich meine, mein Leben dreht sich nicht nur darum und ich werde jetzt auch kein Fitnessblogger oder irgendwas. Das nicht, aber ja, und hier wird es gerade übelst dunkel, wenn ich das so sehe, ne? Kann das sein? Naja gut, ich bin ja eh gleich am Ende des Videos. Ja. Also ich würde euch da gerne ein bisschen mitnehmen, einfach vielleicht kann ich den einen oder anderen da auch ein bisschen mit motivieren. Und ja, in welcher Form, ich denke, es wird so ein bisschen vlogmäßig. Vielleicht gibt es auch mal ein Food Diary, wie gesagt, diese Fitness-Dinger. Dann, wenn ich mich zu diesem Thema Shakes so ein bisschen informiert habe, vielleicht mal ein kleines Infovideo dazu. Das ist der Plan. Ich denke, ich werde auch Instagram damit einbeziehen und da immer mal so ein kleines Update posten oder so. Ja, und von daher... Das ist mein Plan und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, weil ich habe da richtig Bock drauf und es ist für mich natürlich auch eine Motivation, wenn ich weiß, oh Gott, wir gucken jetzt hier über 1000 Leute dabei zu und wenn du jetzt hier total abkackst, dann bist du der Arsch der Nation, ne? Um es mal krass auszudrücken. Gut, ihr Lieben, so, ich höre jetzt auch auf zu quatschen und es wird gerade dunkel und ich gehe jetzt auch nach Hause. Ich kann euch ja nochmal zeigen, wie schön hier hinten das gerade alles aussieht. Hui, die Sonne geht gerade unter. Ja. Gut, und das möchte ich wegkriegen. Seht ihr das? Das, genau, dieses dünne, dieses kranke Aussehende. Gut, so, und jetzt gehe ich hoch zu meinen Männern, meine Tiefkühlpizza essen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.